Ich habe auch zwei, drei neue für Bits drinnen. Wir sind zu langsam. Zieh uns hoch. Als ob er dadurch schneller wäre. Oh nein! Wir starten! Zähl auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Das Problem ist, das verlangt, dass ich ziele. Ich kann aber nicht zielen. Erst recht nicht, wenn ich nebenbei noch fahren muss und das Ziel sich so bewegt. Ist doch scheiße. Könnt ihr nicht einfach eine Bazooka? Er will starten! Ziel auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Okay, jetzt den anderen! Ja, ja, wie denn? Hoch. What the fuck? Das schaffe ich nie wieder. Ich gebe Gas. Das Problem ist, ich muss treffen. Das ist das Problem. Starten! Ziel auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Alter, wo er nur hinzieht, der Spaß! Es sind beide. Ja, beide holen wir das Steuer. Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir den Flieger erwischen. Oh, dachte, okay, das war's. Kann ich nicht jetzt mal Pause haben? Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Doch egal. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Ja. Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wo fliegt er hin? Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. So sieht's aus, Kamerad. Wir klären das Mafia-Style. Geht der runter? Ja. Ja, geht der. Weg da! Da war ein Abschlepper. Schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, hast du etwa einen Todeswunsch? Was soll ich denn machen, wenn die alle nicht Auto fahren können? Das ist doch nicht meine Schuld. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Na, ich fahr einfach über ihn drüber. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Ja, los! Oh mein Gott. Aua, das tut bestimmt weh. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht.
dezent übertrieben. Ja, Mann. Gut gemacht. Tommy. Kommt schon. Hauen wir ab. Aber ist es jetzt vorbei? Ich meine, jetzt haben wir unseren Konkurrenten gekillt. Oder müssen wir ihn jetzt auch noch? Das waren 756.000 Schuss in den halbtoten Menschenkörper. Hey, ne Muschi. Wir sehen uns im Ich frag mich immer bei Bösewichten und so, stell dir mal vor, die schaffen es, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber dann, was dann? Ist doch langweilig dann, oder? Passiert ja nichts mehr. Das frage ich mich schon, seit ich klein bin. Was machen die Bösewichte, wenn sie wirklich mal gewinnen? Also, kannst ja nichts mehr machen dann. Hast du einmal die Weltherrschaft an dich gerissen, ist vorbei. Gut, ein paar Leute quälen. Aber sonst? Ja, Samara hat mir ein Muschi-Bild geschickt. Also, eine Katze. Intermezzo klingt nach Mezzomix. Sie verfluchtes Phantom. Meinst du? Ja, aber ich Aufstände, dafür hast du ja dein Militär. Die machen das, siehst du ja in der Welt, wie das läuft. Aber so als Bösewicht dann, so langweilig, sitzt den ganzen Tag auf deinem Thron und fertig. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Ich glaube, meine das Familie ist das Finale. Für den Don. Der Don Salieri. Herausforderer, meinst du? Wer soll denn da kommen? Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die zwei Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Was? Scheiße, sind ja noch Kinder. Die waren mal Freunde, siehst du? Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Bestimmt der Pepperoni, wetten. Save ja, der Pepperoni. Tommy, was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört, also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen, macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich, dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Oh, das ist ja blöd, wenn du dir eine Zielscheibe auf die Stirn malst. Genau hier. Ah, schlechter Filter. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Paulie oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder.
Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Hat er gerade insgeheim gesagt, er möchte quasi Morellos Zeug übernehmen, um den Salieri zu verarschen? Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich ist es gar nicht das, was ich will. Ich will doch nur Frauen haben. Wahlkampf. Oh je, jetzt werde ich noch Präsident. Gab's Probleme? Nein, Boss. Keine Probleme. Ich trage gar keinen Anzug mehr. Wie schäbig. Noch was für mich? Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm. Ich muss mir ein Freudenhaus kaufen. Wird panisch. Ich werde eine gute Puffmutter. Beide gehen unter. Leila heiße ich dann. Pauli ist dein Freund. Und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Der sieht aus wie Joe Biden. Den Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Vinny einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Gefängnis? Auge. Okay. Ich will nicht ins Gefängnis. Ich hol mir von Vinny die Kannst Wasser. Du mir Joghurt besorgen? Denk dran, du hast nur ist der eine Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Hör auf, das zu sagen. Ich bin ihr bester Schütze. Hörruf? Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Das sind Dinge, die mir nicht gefallen, wie sich das hier entwickelt. Dunkeldung hat's gemacht. Dunkeldung. Ah, da sind Frauen. Hi, ich bin der Tom. Ich nehme euch mit in mein Na, Zimmer. Hübscher? Hi. Ladies. Deine Frau hat dich nicht verdient. Weißt die Frage ist, untenrum Fisch, ja oder nein? Brrr. Ist ein braver Junge. Ich zeige euch mal, wie ich einen Kirschkern mit meiner Zunge spalte. Brrr. Winnie, we need a weapon. Wie die einfach immer da stehen und rauchen. Die tun einfach gar nichts den ganzen Tag. Hey, Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hatte was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen. Also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Grausame Welt hier. Such dir einen Weg rein? Und geh zum Wachturm. Ganz oben ist abgesperrt. Dafür ist der Schlüssel. Okay.
erstmal ein Auto. Ich klaue mir... Ah, wenn ich mir eins klaue, dann muss ich Strafe zahlen, oder? Aber ich weiß, es gibt eine Trophäe, dass du ein Knöllchen bezahlen sollst. Hier, wie wär's mit dem Truck? Den kann man doch klauen. I have klaut der Druck. Ich bin jetzt ein Farmer, Junge. Woo! Hector! Oh mein Gott. What the fucky, gar nicht zucki. Hank Turnbull. Schau mal, wie sogar der Empfang schlecht wird, wenn ich im Tunnel bin. Cleveres Detail. Gefängnis. Gut. This big house is ours now. Das ist doch kein Gefängnis. Hi. Tonys Mann? Ja. Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Und dann geradeaus. Hey, du da unten! Wir bleiben, wo wir sind! Verzieh dich! Was ist hier los? Folge den Pennermarkierungen. das kann ich gut. Das ist lustig, ich habe hier noch nicht eine Pennermarkierung gesehen. Sag mal, was ist dein Problem, Mann? Ich brech dir deine Zähne, du Opfer! Sag mal. Ich bin Mafia. Wo ist hier der Weg? Hier. Schon dunkel hier drin. Ist das eine Penner-Markierung? So gerade gesehen, wie schnell der die Leiter holt. Der ist quasi geflogen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Ah, okay, da ist Verheilung im Gebäude. Also werde ich ins Gebäude rein müssen. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Mach doch gar nichts. Ich laufe hier doch nur ein bisschen rum, Mann. Ich bin Teil. Was bist denn du? Siehst aus wie Clark Kent in Fett. Wir sind hier zu Hause. Warum versteht ihr das nicht?
Was willst denn du? Hey, Cop! Es ist abgeriegelt! Kein Reinkommen! Ich bin kein Cop. Ich bin das... Da kommt jemand! Ich bin das genaue Gegenteil von dem Cop, aber egal. Wie blöd für ihn! Das ist ja scheiße gelaufen! Macht er da so? Ih, der kotzt. Widerlich, Alter. Kotz woanders. Eklig. Einfach nur eklig, der Dude. Brauchst du Hilfe? Wer ist sie denn jetzt? Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu. Wegen der Feds. Danke. Was sind Feds? Bleib auf der Hut, Fremder. Wir sind argwöhnisch. Na, ich habe einen schon gekillt von euch. Ist kein Problem. Ich natze euch einfach um. Da ist Munition, die sollte ich vielleicht noch... Ah, ich habe nicht mal Waffen mehr. Okay, dann brauche ich auch Munition nicht einsammeln. David, wo bist du? David, wo bist du? Hä? Voll der Irrgarten. Ich check gar nichts, wo ich hin muss. Was ist denn mit dem los? Ich hatte einen Job. Einen guten Job. Hören Sie auf, mich zu beurteilen. Du bist ein Feind. Ich erledige dich. Zeig, was du hast. Mit Hut, oder? Hetnat mit Hut. Ein Hutnat. Ich soll irgendeiner Markierung... Folge der Markierung zum Wachturm. Ach, das Grüne da, oder was? Ich mach mal die Zellen auf. Alle freilassen, das ist wichtig. Keine Tiere in Gefangenschaft. Glückwunsch, ihr seid frei! Die sagen nicht mal Danke, Alter. Weißt du? Undankbares Pack. So, was ist jetzt aufgegangen? Hey. Uns legst du dich nicht nochmal an. Mag dich nicht, Mann. Hau ab. Fallen. Die wollten meine Schuhe haben, Alter. Ist das dein Ernst? Als würde ich denen meine hochglanzpolierten Louis Vuitton-Schuhe geben. So, hier ist was zum Sammeln irgendwo. Eine weiter. Komme ich denn da rein? Irgendwie kommt man da rein.
Hier. Ich bin richtig gut am Stadl. Voll am Stissel. Okay. Da ist grün, da gehen wir rein. Das machen wir runter. Ah. Was ist da jetzt aufgegangen? Check ich nicht, hä? Was hat er denn jetzt aufgemacht? Ist doch gar nichts. Lass die Räumung ab. Zeig etwas Mitgefühl. Das ist alles, was wir haben. Ah, hier. Bitte, wo soll ich sonst hin? Die glauben wirklich, ich bin ein Bulle, oder? Scheiß Junkies da drin. Bin nicht hier, um irgendwen rauszuwerfen. Ich will eher rein. The Guardian Tower. Da ist der Schlüssel. So. Tötet den Politiker. Da ist ein Vogel, der da hingeschissen hat. Da ist die Waffe. Oh Gott. Jetzt muss ich auch noch snippern. Jetzt muss er abhauen. Der Schuss kam vom alten Gefängnis. Oh oh. Mist. Wie lange war ich weg? Irgendwie bin ich fast tot. Da ist wohl die... Warum liegt hier so ein... ein Rohr. Das nehme ich mal mit. Gerade mal 4? Voll wenig. Ich weiß, dass man die Mission nutzen kann, um irgend so eine komische Trophäe zu sammeln. Irgendwas mit Entkomme mit 4 Sternen oder... Und das? Ich muss da runter, oder was?
Huh. Scheiße, der sieht mich, wenn der dreht nämlich um. Ja. Irgendwer wird da voll gefoltert, hörst du das? Was war das denn? Der war voll unsichtbar. Yeah, Vincenzo. Okay, da ist Heilung. Heilung ist gut. Kasi, hallo. Habe ich gar nicht gesehen, sorry, ich bin so auf das Spiel fixiert. Hat er nicht. Mach. Es ist the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police.